Na, ich glaube, da brauche ich einen Gegenstand. Alles klar. Nicht mal eine Tür für mich? Schade. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie eine Gedächtniskirche. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Hä? Nee, ist ja gar nichts. Moment. Noch habe ich das Geheimnis hier nicht rausgefunden, leider nicht. Aber ich suche weiter. Ich brauche eine Wurmdrohne. Ja, ich verstanden. Da muss ich hier nochmal hin. Merke ich mir mal. Das ist der Händler. Gehen wir da nochmal hin. Wo wir eben waren. Das war hier. Nee, Quatsch. Hier war das. Nein. Ich muss sie erstmal bekämpfen. Ich glaube, da nehme ich mal meine Keule. Hä? Wofür kann ich bitte hier hin? Das ergibt für mich noch keinen Sinn. Warte mal. Ja, natürlich. Da drauf schieben? Okay. Hier noch mal so ein bisschen. Okay. Er drin. Büste von Herrn Haxe, Wirt vom Trollkopf. Zum Säubern der Statue das Podest herablassen. Ich will die haben. Wie kriegt man das? Egal. Ich gehe sowieso lieber den nochmal besuchen, von daher.
Okay. Habe ich verstanden. Dafür, ja, ja. Ja, wie grausam das ist, so unschuldige Leute abzuschachten, wenn man von jemandem besessen ist, ja. Ich wollte nicht mit Frau umbringen. Nee, ich meine, das ist jetzt nur im Spiel. Los, Leute, stellt alles auf den Kopf! Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, lässt uns Zarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern! Ja gut, dann werde ich die mal ausschalten. Oh, komm her. Hier noch mehr? Ja. So, und jetzt? Der Runenschlüssel wird vom Brunnen. Nee. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, ja. Ich war doch vorhin in diesem Raum, wo ich halt gesehen habe, dass man da was schmieden kann. Okay, das macht Sinn. War das jetzt nochmal? Schmied hier. Ja. Nicht verwenden? Hä, aber wo soll ich das verwenden? Ah, hier ist ja auch noch was. Hab ich ja gar nicht gesehen. Und so bekomme ich die Rune, alles klar. Gut. Galomer Reiseführer Teil 1. Galomer ist ein wundersames Land voller atemberaubender Anblicke und Abenteuer. Wenn ihr nach Schönheit sucht, findet ihr im Zauberwald viel Bestaunenswertes. Erklimmt die Höhen, wo die riesigen Drachenvögel nisten, entdeckt die wundersame Pflanzenwelt. Beobachtet die hinreißenden Drachenkrötenbabys bei ihrem Bad in den kristallklaren Teichen. Oder unternehmt einen Spaziergang durch das Kürbistal. Kürbis ist die Leibspeise von Galomer. Und zurzeit quillt das Tal über vor prallen jungen Früchten, die geerntet werden wollen. Ach komm, ich mach erstmal fertig. Galomer Reiseführer Teil 2. Wenn ihr das Geheimnisvolle sucht, sind die Ruinen von König Peregrins Schloss perfekt für den erfahrenen Abenteurer. Ja,
Dies ist die Festung, in der einst der legendenumwobene König Peregrin lebte. Es heißt, die Königskrone sei in den Kerkern unter dem Schloss verschollen. Und der Geist des Regenten selbst spuke nun durch diese kalten Steingänge. Gruselig. Oder durchquert die Sümpfe und sucht die sagenumwobene Stadt Malamed. Sie soll einst das Zentrum arkaner Alchemie gewesen sein, wurde jedoch schon vor Ewigkeiten vom finsteren Sumpf verschlungen. Vielleicht warten ja große Schätze auf den Abenteurer, der ihre nasse Ruhestätte aufspüren kann. Galomers Geschichte, Band 4. Die Mächte des Bösen waren vernichtet, doch zu welch einem Preis? Nur eine Handvoll Männer aus dem Heer des Königs kehrte zurück. Galomer verlor an jenem Tag eine ganze Generation junger Männer, darunter den schlauen Tim, den legendären Armbrustschützen und Fortescues Stellvertreter, der im ersten Pfeilhagel fiel. Zaroks Leichnam wurde nie gefunden. Doch wenn er in einem namenlosen Grab läge, würde ihm niemand in Galomer eine Träne nachweinen. Die unter Zaroks Banner gefallenen Schattendämonen waren widernatürliche Wesen, die keinen Platz in der Welt der Sterblichen hatten. Der König befahl sie zu verbannen und in der unverdorbenen Zaubererde zu begraben. So wurden die Dämonen in einer unbezwingbaren Kiste nach des Königs Entwurf tief unter der Erde begraben. Ihre Gruft wurde mit einem magischen Gerät versiegelt, das seitdem als Schattenartefakt bekannt ist. Galomers Geschichte, Band 3. Die Nachricht von der Übernahme der Flutländer durch Zaroks Armee löste Besorgnis aus. Von diesem strategischen Punkt aus konnte Zarok den Zauberwald im Westen einnehmen. Eine bittere Niederlage, wenn dieser heilige Ort in die Hände des bösen Hexers fiele. Erneut führte Sir Dan Fortescue das Heer des Königs an, um die Dämonen aus dem Land zu jagen. Der listige Zauberer hatte einen Hinterhalt vorbereitet. Es folgte eine gigantische Schlacht, wie die Geschichte sie noch nie gesehen hatte. Es heißt, ohne das Geschick und die Tapferkeit eines Mannes hätte Zarok gesiegt. Fortescue stürmte seiner Armee voran tief in die Reihen der Untoten, streckte Zaroks Leibwächter, den schrecklichen Lord Cardock, nieder und... Bevor er schließlich den eigenen Wunden erlag, erschlug er den treulosen Hexer mit einem mächtigen Hieb seines Schwerts. Galomers Geschichte, Band 2. In Galomer gingen Gerüchte von üblen Machenschaften und finsteren Taten um. Man flüsterte, Zarok habe Schattendämonen herbeigerufen, um ein riesiges Schloss zu bauen. Im Schutz der Nacht verließ Zaroks finstere Armee ihre verderbte Zuflucht. Die Armee marschierte nach Süden durch die Silberberge und den Silberwald. Bald darauf gehörten selbst die Kürbisgebiete Zarok. Die Bewohner von Gallows Town riefen um Hilfe. Rettet uns, König Peregrin! Vergeltung folgte rasch und schonungslos. König Peregrins Truppen unter dem tapferen Sir Fortescue verjagten Zaroks Armee aus Gallows Town. Die Freude war groß, doch der Krieg war noch nicht vorbei. Galomers Geschichte, Band 1. In der finsteren und noch nicht allzu fernen Vergangenheit von Galomer vereitelte König Peregrin den Plan des Hexers Zarok, das Land zu unterjochen. Zarok, einst Magier des Königs, war beim Regenten in Ungnade gefallen, weil er absonderliche Experimente an Leichen durchführte. Es hieß, dass in den Tiefen des Schloss Peregrin die Toten ihr Unwesen trieben. Die Toten verdienen Ehrerbietung und dürfen nicht das Spielzeug von Alchemisten sein, erklärte König Peregrin und verbannte Zarok aus dem Schloss. Zaroks lebende Tote wurden aufgespürt und vernichtet. Der
nachtragende Zarok tauchte unter und schwor, dass er sich am König rächt. Okay, interessante Hintergrundgeschichte. Ja. Helden der Geschichte. Eine Retrospektive. Kapitel 1. Stanya Eisenhower war nicht nur der stärkste Mann aller Zeiten, sondern auch als Schmied unübertroffen. Er schlug mit der gleichen Begeisterung auf seinen Amboss wie in der Schlacht den Gegnern die Schädel ein. Man sagt, er hätte nur eines gefürchtet: das Ende der Dorfschmiede als Mittelpunkt handwerklicher Fertigung zugunsten zentralisierter Einheiten. Bis gleich.